Liebe Freunde der gepflegten Hetze gegen Andersdenkende, ihr seht einen Tweet von Albrecht Pallas. Er ist Mitglied des Sächsischen Landtages und zwar für die SPD bzw. SPD-Fraktion. Und er hat also am 2. November, das war gestern, und damit 2 Tage nach der Querdenken-Demonstration in Dresden öffentlich getwittert, dass die Umstände bei der Versammlung Querdenken DD 31.10. ihm noch schwer im Magen lägen, insbesondere massenhafte Verstöße gegen notwendige Beschränkungen zum Schutz vor Corona und die mangelnde Durchsetzung durch die Stadt Dresden und die Polizei Sachsen. Diese würden viele Fragen bei ihm aufwerfen. Da möchte man doch als kleiner Grammatik-Nazi ein paar Anmerkungen dazu machen. Also, die Fragen, die bei ihm aufgeworfen werden, werden erstmal untermauert durch Mutmaßungen, die durch nichts belegt worden sind in diesem Tweet. Also, inwieweit es zu massenhaften Verstößen kam, ist überhaupt noch nicht belegt. Es ist auch nicht belegt, dass die Beschränkungen notwendig sind, um zum Schutz vor Corona bzw. Covid-19 beizutragen, und auf eine mangelnde Durchsetzung weist er zwar hin, aber er kann es nicht belegen, denn das will er ja durch die vielen Fragen, die er gestellt hat, erst klären lassen. Das hier ist also eine Vorverurteilung, und dazu muss man wissen, dass der Herr Albrecht Pallas ursprünglich Polizist ist. Ich nehme an, dass er vom Dienst vollkommen freigestellt ist. Er war ab 2009 Stadtrat für die SPD-Fraktion in Dresden, hat sich dann zusätzlich auch auf ein Landtagsmandat beworben, wurde gewählt, ich glaube über Liste, und hat dann sein Stadtratsmandat, ich glaube 2014, aufgegeben und ist seitdem in Anführungszeichen nur noch Landtagsabgeordneter, aber eben auch Polizist. Und als Polizist sollte er zumindest mit dem Begriff Unschuldsvermutung vertraut sein. Diese Unschuldsvermutung gilt natürlich nicht für die Polizei und auch nicht für die Staatsanwaltschaft, aber eben doch für die Gerichte. Und solange ein Mensch nicht schuldig gesprochen ist durch ein Gericht und das Urteil nicht rechtsgültig ist, gilt also für das Gericht und die Richter die Unschuldsvermutung. Das sollte man wissen. So. Jetzt hat der Herr Pallas also die Fragen schon veröffentlicht, bevor er die Antworten bekommen hat, und das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, eine Vorverurteilung. Er wollte also unter anderem wissen, von welcher Gefährdungslage durch die Versammlung ging die Polizeidirektion Dresden bei der Einsatzplanung aus und auf welche Tatsachen konnte sie sich berufen. Also, Gefährdungslage durch eine Versammlung. Menschen, die ihr Grundrecht, grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Versammlungsfreiheit nutzen, sind für den Herrn Pallas von vornherein eine Gefährdung. So deute ich seine erste Frage. Die zweite Frage: Wie gestaltete sich der Einsatzverlauf hinsichtlich der Einhaltung der von der Versammlungsbehörde Dresden beauflagten Beschränkungen, insbesondere der Hygienemaßnahmen und ihrer Durchsetzung? Drittens, was wurde unternommen, um die Polizeikräfte noch während des Einsatzes zu verstärken? Dazu muss man wissen, dass die Versammlung mit rund 1000 Teilnehmern angezeigt wurde und dass wohl wesentlich mehr Menschen auf der Versammlung waren. Meine Schätzung belaufen sich auf rund 5000. Der Theaterplatz war also gut gefüllt und auch wenn die Abstände nicht durchgehend eingehalten werden konnten. Bei 5000 Menschen, wer sich durch die Menge bewegt hat, hat mitunter die Abstände nicht eingehalten. Ich bin auch durch die Menge gegangen, um zu gucken. Ich habe versucht, den Abstand einzuhalten, aber wenn dann irgendwo Menschen zu nahe zusammenstehen, dann ist es unerlässlich, dass man sich da irgendwo mal durchdrängelt. Das geht gar nicht anders. Das sollte man mal auf einer Demo probieren.
tatsächlich von jedem anderen Demo-Teilnehmer 1,5 Meter Abstand zu halten. Das ist nicht zu 100% durchhaltbar. Ich habe den Abstand, soweit es mir möglich war, gewahrt und ich hatte auch eine Mund-Nase-Bedeckung auf. So, viertens, durch wen und wann wurde eine Auflösung der Versammlung angedroht, falls die Beschränkungen nicht eingehalten würden? Da kommen nur zwei in Frage, einmal die Polizei Sachsen und einmal die Versammlungsbehörde Dresden. Also, entweder oder. Fünftens, aus welchen Gründen unterblieb die Auflösung, obwohl sich ein großer Teil der Teilnehmer nicht an die Maskenpflicht und andere Beschränkungen gehalten hatte? Auch hier, lieber Herr Pallas, eine, in Klammern, böswillige, Klammer zu, Unterstellung, weil nicht klar ist, von außen besehen, dass sich ein Teil nicht an die Maskenpflicht gehalten hätte. Nicht umsonst gibt es Ausnahmeregelungen, unter anderem für Schwerbehinderte, unter anderem für psychisch Kranke, die also ein Problem damit haben, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt sowas wie ein Arzt-Patienten-Verhältnis und ein Arztgeheimnis und Menschen, die also im Besitz eines Attestes sind, sind von der Maskenpflicht befreit und es ist nicht notwendig, dass man dieses Attest mit sich führt. Die Polizei bzw. die Ordnungsbehörden haben dann gegebenenfalls die Personalien der Person aufzunehmen. Dann erfolgt ein Bußgeldbescheid bzw. ein Anhörungsbogen, wo man sich dann tatsächlich äußern kann und gegebenenfalls das Attest nachreichen kann. Der Polizei ist es nicht möglich, bei einer Versammlung von 5000 Menschen jedes Attest auf seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen. In der Regel läuft es wohl so, dass die Polizei dann googelt, ob es diesen Arzt wirklich gibt. Die Echtheit des Dokuments lässt sich im Zweifelsfall weder bei einem Einzelfall, bei einer einzelnen Person, noch bei mehreren tausend Menschen auf einer Versammlung sofort kontrollieren. Das dient der Einschüchterung, dass diese Atteste von der Polizei verlangt werden. Ich bin gespannt, wie viele Menschen im Nachgang tatsächlich wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden. Ich denke, dass diese Zahl sich im einstelligen Bereich bewegen wird. Wir werden es in ungefähr ein, zwei Monaten wissen. Und dann wird sich der Herr Pallas hoffentlich für diese böswilligen Unterstellungen entschuldigen. Sechstens, welche Straftaten wurden im Zusammenhang mit der Versammlung festgestellt? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Also, Straftaten, darüber entscheidet, soviel ich weiß, ein Gericht. Die Polizei stellt Ermittlungen an, aber ob es Straftaten waren, stellt ein Gericht fest. Auch hier wieder eine Vorverurteilung durch einen ehemaligen Polizeibeamten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pallas. Siebtens, wie beurteilt das sächsische Innenministerium die Zusammensetzung der Versammlung hinsichtlich verfassungsfeindlicher Bestrebungen? Und dazu kann ich nur sagen, sehr geehrter Herr Albrecht Pallas, wir sind uns ja 2011 zum ersten Mal im Stadtrat begegnet, wenn Sie sich vielleicht mal die Mühe machen würden und würden sich die Aufzeichnung, es gibt auch mehrere, der Versammlung angucken, dann könnten Sie sich sämtliche Reden angucken und dann werden Sie feststellen, dass von der Bühne nicht ein verfassungsfeindliches Wort gefallen ist. Auch von hier mit zwei Tagen Abstand zur Versammlung wäre es Ihnen möglich gewesen, die Reden sich anzuhören. Sie haben aber gar kein Interesse an den Inhalten der Reden, sondern Sie sind daran interessiert, eine Vorverurteilung zu betreiben und sich selber zu produzieren für Ihre Wähler, für Ihre potenziellen Wähler. Und ich verurteile das. Und ich habe das auch, wie ihr sehen könnt, hier unten kommentiert. Mein Spitzname ist Fidel Castro. Den Namen, den ich mir vorübergehend gegeben habe, ist Feind der Merkel-Spahn-Drosten-Wieler-Diktatur. Und ich habe dem Herrn Pallas also geantwortet vor 12 Stunden. Menschen mit Attest haben ihr Versammlungsrecht verwirkt? Fragezeichen. Die Unschuldsvermutung wurde abgeschafft? Fragezeichen. Hetzende Spezialdemokraten sitzen in der Staatsregierung? Fragezeichen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Er hat also bis jetzt nicht darauf geantwortet
Und er wird wissen, warum. Ansage von Fidel Castro. Ende.